Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück. Wir wissen endlich, wie die Tarnungsaufgaben in Modern Warfare 2 aussehen. Zumindest ist das aktuell das größte Gerücht und da hat Insider Gaming. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Insider Gaming? Shappy erklärt es euch. Ihr müsst nur ein Like da lassen, Abo, wenn ihr neu seid und schon erfahrt ihr es. Ich warte so lange. Okay, es reicht. Insider Gaming ist im Prinzip von Tom Henderson, einem der bekanntesten Leaker von Battlefield-Gerüchten, von COD-Gerüchten, ins Leben gerufen worden. Und da gab es vor ein paar Tagen einen ersten Artikel, wie man Reverse boostet. Könnt ihr euch angucken. Und der hat einen Artikel jetzt rausgebracht, in dem er die Camo-Challenges für die ganzen Waffenkategorien in MW2 bringt. Und ihr kennt mich, ich bin ein großer Fan von den Mastery-Camos. Meiner Meinung nach, und das wird wohl ewig so bleiben, ist die Dark Matter Tarnung aus Black Ops 4, die reaktive, die mit Abstand beste, die es je gegeben hat. Und auch die Challenges für die Waffen waren absolut geisteskrank genial. Die meisten war es irgendwie 100 Headshots und dann 5x5 blutrünstig, 5x5 blutrünstig ohne Aufsätze, 5x5 mit Aufsätzen, 30 während der Drohne und noch irgendwas, so als Beispiel jetzt, nicht 100% genau. Und das waren so Sachen, wo man Bock hatte, wo es auch zwischendurch anstrengend war, weil man Scheißwaffen hatte, man musste mal zu Hardcore, zu Core. Und dann sind sie davon weggekommen. Und dann fing MW19 an und dann gab es Mounted Kills und Crouching Kills und was weiß ich was. Hat man gedacht, es geht nicht schlimmer. Dann kamen die Raketenwerfer in Cold War, es ging also schlimmer. Dann kam Vanguard, die absolute größte Verarsche, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Macht 3000 Headshots, 5000 Longshots, aber du musst für jede 100 Longshots andere Aufsätze nehmen. Ach, die Aufsätze gibt es gar nicht, jetzt nimmst du die Aufsätze. Ach, die sind nur für Close Range, ah, das ist ja blöd, viel Glück dabei. Absolute Verarsche und ich habe persönlich zum Beispiel bei Vanguard nach 2 Monaten aufgehört zu spielen und habe die Camos und ich war mit den Shotguns durch, den MPs durch, den Sturmgewehren durch, war bei den LMGs. Ich habe nie wieder weitergemacht und bereue es zu keiner einzigen Sekunde. Aber die Challenges dieses Jahr sehen anders aus. Wir gehen mal durch. Anders bedeutet ja nicht automatisch immer gut, aber in dem Fall ist es eben so, dass wir hier, glaube ich, eine bessere Möglichkeit haben, ohne dauerhaften Gehirnschaden durch die Sache durchzukommen. Insider Gaming, ich verlinke euch das Ganze. Hier ist der Artikel How to Reverse Boost, wer es noch nicht wusste. Danke, WhatsApp, weg mit dir. So, und hier seht ihr das Ganze. Assault Rifle, das heißt die ARs, 800 Kills, normale, 125 Headshots, 160 während ihr kriecht, also sie kommen einfach wieder, 75 aus der Hüfte, 100 Weitschüsse, kennen wir, 100 Mounted Kills. Ihr werdet euch wie die absoluten Krabben, so wie fast jeder Spieler spielen wird, an irgendeiner Wand fest montieren und dadurch 100 Abschüsse schaffen müssen. 180 Abschüsse mit vollen Aufsätzen, wir gehen von 5 aktuell aus. 50 Abschüsse, nachdem man nachgeladen hat, die finde ich mal ganz witzig eigentlich. 110 Abschüsse ohne Aufsätze, ist auch möglich, selbst bei den schrottigsten Waffen geht das, gerade bei der Time to Kill, die wir haben. Und 35 Streaks, das heißt die Streaks kommen wieder, hier ist es dann 3 Kills ohne zu sterben. Wundert mich, weil ich finde, bei ARs und MPs sollte man selbst dem größten Bob zutrauen, dass der 5 Kills macht. Aber gut, haben sie sich so entschieden. Alles in Ordnung. Man muss dazu sagen, einiges davon gehe ich aus, kann man gleichzeitig machen. Also ihr könnt von den 800 Kills, gehe ich mal von aus, anfangen und könnt währenddessen die Longshots und die Headshots zum Beispiel durchmachen. Außer, sie sind richtige Hurensöhne, was ich denen zutraue. Und du kannst nur eine Challenge pro Zeit machen. Erst 800 Kills, dann unlockst du die Headshots, dann die hier. Das wäre die Hölle. Dann brauchen wir ein halbes Jahr für diese Challenges, glaubt mir. Und zwar die guten Spieler. Die etwas schlechteren Spieler werden 3 Jahre dafür brauchen. Aber das glauben wir mal erstmal nicht, gehen wir weiter. Die SMG Camo Challenges, die wir hier haben, seht ihr auch, ist eigentlich fast das gleiche wie das, was wir oben hatten. 500 Kills mit der SMG, 100 Headshots, 110 während man wieder kriecht, das ist so behindert. 100 aus der Hüfte, 50 Longshots nur, anders als in Vanguard, wo man teilweise 300 machen musste. 50 Mounted Kills, 250 mit vollen Aufsätzen, 40 nach dem Nachladen, 75 ohne Aufsätze und 25 mal eine Dreierstreak. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn man sie
miteinander kombinieren kann. Also ich mache 500 Abschüsse und ein Headshot zählt als normaler Abschuss und als Headshot. Alles in Ordnung, finde ich alles nicht so schlimm. Diese Mounted Kills, die werden, das wird einfach wieder nervig sein. Vor allen Dingen, es promotet die Spieler halt dazu, noch langsamer zu spielen, als sie sowieso schon tun. Dann kommen wir zu den LMGs. 525 normale Abschüsse, 75 Headshots, 65 Kriechen, 45 aus der Hüfte. Könnte ein bisschen eklig werden. 45 gemounted, wo ich mich wundere, LMGs sind super für Mounted Kills, da wollen sie nur weniger sehen. 180 voll aufgerüstet, 30 Doppelkills, 75 ohne Aufsätze und 25 mal Dreierstreaks. Kann ich mir alles sehr gut vorstellen und ich werde bestimmt wieder so ein Special machen, dass ihr als Zuschauer bei mir im Stream euch anmelden könnt. Ihr zahlt dafür nichts und ich mache euch für eine Waffenkategorie das fertig. Habe ich in BO4 gemacht. Ich glaube, ich habe in BO4 8, 9 mal Dark Matter erspielt, für mich, für andere. Das war cool, da hat sich immer jeder gefreut. Da werden auch Videos zu kommen, wenn es ein paar Tricks gibt, ein paar Tipps, ein paar Maps und, und. Kommen wir zur Shotgun Challenge. Diese gottesekelhaften Dinger. 400 Kills, 65 beim Kriechen, 75 aus der Hüfte. Die Point Blanks sind wieder da. Und in Cold War war das. Also in Cold War, Point Blank bedeutet, ihr müsst im Arschloch des Gegners mit der Waffe sein, damit es zählt. Das war in Cold War echt nervig. Also ihr müsst so nah rangehen, wie ihr könnt. 50 Stück, 50 Headies. Mein Tipp: Hardcore Headshots mit Shotguns ist Chocuzel. 100 volle Aufsätze, 30 Reload-Kills, 110 ohne Aufsätze und 30 mal Dreier-Killstreak. Sollte mit den Shotguns eigentlich bei Dreier-Streaks nicht das Problem sein. Die schwierigste hier wird wahrscheinlich wieder Point-Blank sein. Sniper-Challenges. 450 normale, 60 Headies, 50 während ihr kriecht, 50 One-Shot-Kills. Wenn ihr einen Headshot verpasst, ist es ein One-Shot-Kill. 50 Weitschüsse. Bei der Sniper jetzt nicht das Problem. Ich denke, auch Sniper werde ich wahrscheinlich im Bodenkrieg-Modus machen. Da passt es sehr gut. 45, während ihr den Atem anhaltet. 150 mit vollen Aufsätzen. Das wird für mich ein Problem. Ich bin ein gottlos schlechter Sniper. 25 Doppelkills. 75 ohne Aufsätze. Und 25 mal Dreier Streak wieder. Ein paar davon kennen wir aus MW19. Ein paar sind neu. Ich habe erst gedacht, Moment, das sind 1:1 die Sachen aus MW19, aber wenn man sie einzeln vergleicht, sind hier andere dabei. Dann die Pistolen. 250 Kills, 50 Headshots, 40 während ihr wieder kriegt, 30 aus der Hüfte, 30 Weitschüsse, 25 Reload Kills, 110 mit vollen Aufsätzen, 25 Double Kills, 75 ohne Aufsätze und 25 mal Dreier Streak. Ich sage euch jetzt schon, Leute, diese Aufgaben könnt ihr in Rekordzeit in Hardcore machen. Ihr werdet mir später danken, wenn ihr auf den Tipp hört. So, und mehr haben wir jetzt eigentlich nicht, außer eben Messer und Schild. Das heißt, Raketenwerfer und DMRs fehlen. Ich weiß noch nicht, warum. Vielleicht, weil sie über diesen Waffenbaum gehen, dass man da irgendwie, muss man mal sehen, bei dem Messer. 50, während der Gegner verletzt ist, oder ihr selber, ich vermute ihr selber, 50 mal von hinten. Hier steht jetzt 0, es ist glaube ich die 3, also 30 mal mit Totenstille aktiviert, als Feld-Upgrade ja, gibt ja keinen Perk dafür. 50 während ihr kriecht, dann müsst ihr wieder so elendig in der Ecke sitzen. 25 Double-Kills mit dem Messer, 25 während ihr wieder so einen Smoke werft und ich hoffe, dass es dieses Mal registriert wird. 10 Bust-Kills, ich will ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, was ein Bust-Kill ist. Ich glaube, wenn ihr selbst oder der Gegner geflasht ist, aber nehmt mich dann nicht für bare Münze. 25 mal exekutieren, das wird wieder eklig. Und 10 Dreierstreaks. Und dann kommen wir zum Schild. Es ist wieder da, die Krabben werden sich freuen. 200 Kills mit dem Schild, was echt heftig ist. 50, während einer von beiden verwundet ist. 50 von hinten. 30 mit Totenstille. 50, während ihr kriecht. Ihr müsst einen Gegner im Kriechen erschlagen mit einem Schild. Ich hoffe, dass sie es so machen, dass man beim Sliden schießen oder so schlagen kann. Dann kann man es im Sliden wieder machen. Das war bei MW19 ganz gut. 25 mal zwei Leute ohne zu sterben töten. Da geht es also nicht um Double Kills, sondern ich töte einen, verstecke mich, warte, bis er kommt und töte ihn nochmal. 25 Kills im Smoke. Ihr müsst Smoke auf die Karte werfen, in den Smoke. Der Gegner muss in den Smoke, ihn dann mit dem Schild erschlagen. 10 Bust-Kills wieder, 25 Exekutionen und 10 mal Dreier-Streaks. Raketenwerfer DMRs sind jetzt noch nicht dabei, ich weiß nicht warum.
Ich bin mir sehr sicher, dass die Raketenwerfer eine eigene Challenge haben, dass ihr wieder Drohnen abschießen müsst und Kampfhelikopter und keine Ahnung. Dadurch, dass die Raketenwerfer Lock-Ons sind, ist zumindest nicht so ein Desaster vorgeplant, wie wir das damals in Cold War hatten. In Cold War, erinnert euch vielleicht, da musstet ihr mit diesem Sigma-Raketenwerfer Double Kills machen. Es war die absolute Hölle. Jeder hat Kugelweste automatisch gehabt, weil man 6 Perks mitnehmen konnte. Man hat teilweise 4 oder 5 Raketen für einen Gegner gebraucht. Es hat einfach wirklich, ich habe fast geweint dabei. Und am Anfang war es, man musste 3 Kills machen. Dann haben sie irgendwann gepatcht, dass man Doppelkills machen muss. Es wurde einfach trotzdem nicht viel besser. Es wurde besser, aber nicht viel besser. Da hoffe ich, dass mit den Raketenwerfern das dieses Jahr einfach nur so ist, dass ich den von Anfang an mitnehmen kann. Mein fester Plan ist, ich freue mich auf meine Honey Badger. Das wird die allererste Waffe auf Gold sein, wenn ich sie freigeschaltet habe. Dann nehme ich jedes Mal parallel die Raketenwerfer mit und fange mit den Aufgaben schon mal parallel an. Und werde dann das Schild zuerst machen, dass die ganz schlimmen Sachen weg sind. Wirklich Leute, wenn ihr die schlimmen Sachen hinter euch habt und merkt, dass ihr immer weiterkommt, denn die Motivation hält an. Aber wenn ihr immer nur die einfachen Sachen, die SMGs und die ARs zuerst macht und dann merkt, es dauert jetzt aber noch, es kommen nur noch Scheißsachen, das zieht richtig an den Nerven. Ich persönlich finde das besser als die Scheiße aus Vanguard. Trotzdem ist es einfach wieder so, dass vieles dafür getan wird, dass wir möglichst lange im Game bleiben. Ich freue mich drauf, dass es Content, dass es gratis Content, den ich machen kann. Ich habe ein Ziel vor Augen von Anfang an. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Findet ihr es zu viel oder ist es genau richtig? Lasst gerne ein Like und ein Kommi da, Leute. Ich bin raus.